Ist okay, dann würde ich sagen, können wir sogar vielleicht. Ist das okay? Hey Leute und willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon 2. Nee, wir müssen weg, warte. Ruhe, jetzt, ja, gut. Längere Zeit gab es keinen Rollercoaster Tycoon. Ganz einfacher Grund ist, dass ich es nicht zum Laufen bekommen habe. Jetzt habe ich mal einen Grund gefunden, es lag an der Framerate. Ich nehme immer mit 29,97 auf. Und das Spiel muss man komischerweise mit 60 aufnehmen, ansonsten hängt sich das auf und es stürzt ab. Ich weiß nicht warum. So, wir waren ja hier beim Dekorieren. Ah genau, ich habe herausgefunden jetzt, wie man Dächer baut. Ich muss mal ganz kurz ausprobieren, ob das wirklich stimmt. Nehmen wir mal das. Nochmal zum Ausprobieren. Nein, erst war es falsch. So, das und das. Und jetzt nochmal Steuerung gedrückt halten. Und. Nee. Irgendwie. Also. Nee, so klappt das irgendwie auch nicht. Ich keine Ahnung, was man da machen muss. Steuerung. Nee. Das klappt schon mal nicht. Da muss ich mich noch ein bisschen besser erkundigen, glaube ich. Aber das ist jetzt auch Nebensache, denn wir wollen ja erstmal unseren Park so ein bisschen beleben. Und dafür hatten wir hier die Idee. Das ist schön. Wie kann denn eine Spiralgleitbahn ausfallen? Also es ist doch einfach nur eine Rutsche, wo du runterrutscht. Mehr ist das doch nicht. Wie kann denn so ein Ding ausfallen? Ich frag gar nicht erst, glaube ich. Wir wollten ja hier schöne Erde hier machen. So. Boah, ist das teuer. Ist das teuer. So. Müssen wir nachher noch schön natürlich anpassen. Aber vorerst. Boah, ist das teuer. Das kann nicht so teuer sein, irgendwie Sand einzuschütten, oder? Na gut, machen wir mal so ein bisschen. Ja, war klar. Was müssen wir machen? Wie teuer ist der Eintrittspreis? Ich muss den erhöhen. 20. Und. Ja, wir müssen Leute anlocken. Wir haben es bisher so wenig Attraktion, vor allem so wenig Achterbahn. Wo ist denn hier nochmal? Da. Das Ziel, wo ist denn das? Da. Mindestens 1500 Parkbesucher bis Oktober, Jahr 4. Oh, ein bisschen beeilen müssen wir uns. Und eine Parkbewertung von mindestens 600. Setzen Sie Ihren eigenen Entwurf eines Six Flags Parks um. Bauen Sie entweder Bahn aus anderen Six Flags Parks oder werfen Sie und bauen Sie Ihre eigenen Bahn. Das heißt, boah, diese Musik, die ist laut. Das gibt es nicht. Also wir sollen jetzt auch ein paar Bahnen bauen. Oder gilt das auch als Bahn? Ich denke mal schon. Wir bauen trotzdem ein paar Bahnen. Denn die kommen immer gut an. Lass mal überlegen. Die ist geil, aber da haben wir nicht genug Geld für. Da müssen wir ein bisschen sparen. Allgemein haben wir relativ wenig Geld, ne? Lass mal gucken. Meduse? Warum muss ich jetzt daran gerade an was anderes denken? Egal. Haben Sie alle Szenarien? Ich denke mal schon, oder? Ich weiß doch nicht, welche geiler ist. Das ist eine offizielle Six Flags Bahn, ne? Komm. Oh, ich mach's ungern, aber es muss sein. Wie viel können wir überhaupt aufnehmen? Okay, wir können noch ein bisschen. Okay, zu viel. Nein, ich will gar nicht so viel. 10.000. So, dann lass uns überlegen, wie bauen wir die denn? Und vor allem wo? Wo wir die hier hin? So, wie viel haben wir hier? Das dürfte reichen, denke ich mal. Okay, was haben wir denn hier für.
Warte mal ganz kurz. Lass uns gucken. Was können wir denn hier machen? Okay, wir können keinen umgekehrten Start machen, dann können wir das auch ganz normal bauen. Okay. Können wir das machen? Nein, können wir nicht. Dann müssen wir so machen. So. Boah. Das wird teuer. Das wird extremst teuer. Aber ich hoffe, das lohnt sich. Das Problem ist ja meistens, sind das hier alle so Weicheier, die sich nichts trauen. Von daher müssen wir irgendwie schauen, wie wir das machen. Dann machen wir so. Fallen dann einfach schon mal. Wieso kann ich das nicht bauen? Achso, okay. So und dann so. Na komm. Jetzt gehen wir wieder gerade, da muss ich ein bisschen höher, so. So. Hier direkt ein Fahrtfotobereich wäre geil. Warum kann ich hier keinen Fahrtfotobereich bauen? Hä? Ach so, weil ich auf, ach so, weil ich so schief bin, okay. Dann machen wir hier mal so ein Teil rüber. Zack. Oh Gott, das wird eine Achterbahn. Das wird eine extremst heftige Achterbahn, glaube ich. Vielleicht sogar schon zu heftig. Dann wieder hoch. Warte mal, wir fallen hier von 24 Meter. Das könnte klappen. Und dann direkt wieder runter. So, sind wir ganz unten. Hier kommen Fahrtfotobereichen. Bisschen extra Einnahmen. Wir können aber hier unterirdisch mal bauen, ne? Das könnten wir eigentlich auch mal machen, aber nicht jetzt. Versuchen wir jetzt erstmal die Bahn hier so ein bisschen. Das ist eine Fassrolle. Boah! Und zwar so, oh Gott, so eng auf dem Boden, das ist ja ganz grausam. Nee, komm, das machen wir nicht. Also wir fahren hier hoch, runter, in die Kurve wieder hoch, runter, durch den Fahrtfotobereich. Danach wird man ein bisschen abgebremst. Bremsen. Ich weiß halt bei denen immer nie, ob das eine Geschwindigkeit ist, auf die runter reduziert wird, das Ganze. Oder ob es die Geschwindigkeit ist, die sozusagen abgezogen wird von der aktuellen Geschwindigkeit. Weil wenn du hier runterfährst, damit 6 abgebremst wirst, dann stirbst du ja. Das ist ja ganz grausam. Komm, mach mal so. Obwohl, nee, es ist zu heftig, es ist zu abrupt, da muss. So, und dann können hier auch Bremsen hin. Gehen wir mal auf 72, so. 2 Bremsen. Gehen wir wieder ein bisschen hoch. Man merkt vielleicht, ich bin gerade so ein bisschen überlegen, weil ich weiß halt nicht, es ist von Park zu Park ein bisschen anders, wie die Leute drauf sind. Das will ich gerne erstmal schon abschätzen. Und deshalb nicht allzu sehr übertreiben, wenn ich da hier so viel Geld reinstecke und die Bahn am Ende überhaupt nicht genutzt, weil die Leute sich nicht trauen. So. Dann bauen wir eben so rum. Nee. So. Und dann eine große Kurve. Oh, das ist ein zu wenig. Zack. Große Kurve. Zack. Ein weiter und eine Klotzbremse. Zack. Okay, dann würde ich gerne mal eine Testbahn machen, weil ich habe Angst, dass der sich hier, zerstört. Wenn er hier wieder hoch geht, dass er sich da zerstört, weißt du? Deswegen muss ich hier ein bisschen aufpassen. Dass er wieder zurückrollt, weil das wäre ganz blöd, wenn der Zug dann darauf rasen würde. So, warte mal. Runter. Oh, das wird, glaube ich, nichts. Oh. Boah, ist das scheiße. Oh. Ist das mies.
Also okay. Ist okay, dann würde ich sagen, können wir sogar vielleicht, ist das okay? Durchgänger-Runden-Modus. Soll testen. Dann geht aber nur einer, ne? Besser als anhalten, denke ich mal. Und die bisschen schneller. Alle 10 Minuten, wie immer. Dann passen wir mal die Fahrbahn. Ich merke immer noch diese abstrakten Teile. Nehmen wir die Teile wieder. Und überlegen uns mal, welche Farbe denn die Bahn an sich haben soll.